Schau mal, Pikachu, da steht ein Team Rocket-Rüpel. Mein Job ist es, dieses Poster zu bewachen. Wer sich mit mir anlegen will, der wird's bereuen. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Let's Go Pikachu, hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Heute ist das der zweite Teil unserer großen Reise in Prismania City. Denn die Stadt ist die größte Stadt im Spiel und wir haben gerade erstmal die Hälfte dieser Stadt entdeckt. Also, lasst uns daher mal weiterschauen, was Pikachu und unser kleines Vulcano hier noch finden werden. Du findest ein Nugget. Sehr toll. So, das ist natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Hier gibt es im Spiel oder in der Stadt noch viel mehr zu entdecken. Und Vulcano ist nach wie vor auf der Suche nach der Fährte von Tragosso. Wir suchen ja immer noch das Tragosso, deswegen sind wir doch nach Prismania City gekommen. Du findest ein Sonderbonbon. Und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen. Und ihr fragt euch, hä, Katze, warum? Ganz ehrlich, warum sind wir nach Prismania City gekommen? Ganz genau, um Tragosso zu retten. Und was machen wir? Wir vergnügen uns im Einkaufscenter. Schande über uns, das sollte nicht passieren. Also, in dieser Folge werden wir die Stadt erkunden und mal horchen. Vielleicht bekommen wir ein paar Informationen, wo das Tragosso sein kann. Das muss ja irgendwo hier in Prismania City sein. Vielleicht hier. Ich weiß alles. Hä? Okay. Gleich mal reingucken, wer da wohnt. Hey! Hey. Hallo? Wer sind Sie denn? Zwischen den Seiten liegt ein Infoblatt über TMs. Insgesamt gibt es 60 TMs. Silph's Company. Silph Company? Cool. Ich wusste gar nicht, dass sie dafür verantwortlich sind. Auf der Tafel stehen Informationen zu den Kommunikationsfunktionen. Willst du sie lesen? Wähle Kommunikation im Spielmenü und dann mit Freunden spielen, wenn du mit anderen Spielern tauschen oder kämpfen möchtest. Als nächstes hast du die Wahl zwischen lokale Verbindung und Online-Verbindung. Wähle anschließend entweder Linktausch oder entscheide dich für ein Kampfformat. Gib dann denselben Erkennungscode ein wie dein Spielpartner, um euch zu verbinden. Wer sind Sie denn? Es steht zwar außen draußen auf dem Schild, ja, aber es gibt nichts, was ich nicht weiß. Ich weiß zum Beispiel, dass in jeder Nintendo Switch-Konsole eine eigene kleine Welt existiert. Also los, verbinde dich mit deinen Freunden und tausche mit ihnen Pokémon, was das Zeug hält. Alles klar. Und was ist da für ein Pokémon? Gar kein Pokémon, TM44 Knuddler. Ha! Da habt ihr mich aber reingelegt, liebes Game Freak Team. Ich dachte, ich kriege jetzt ein Evoli. Nun gut. Ein schöner kleiner Ausflug. Ich finde, Knuddler ist auch eine sehr tolle Feenattacke. Hat, glaube ich, eine Angriffsstärke von 80. Habe ich das richtig im Kopf? Physischer Angriff. Naja, solange ich hier, während ich hier runterlaufe, gibt es hier den Hinweis. Meine Lieben, wenn euch Pokémon gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder. Damit auch in Zukunft keine spannenden und vor allem lustigen Abenteuer mehr verpasst. Vor allem nicht, wenn wir versuchen, das kleine, süße Tragosso zu retten, das hier irgendwo in Prismania City ist. Und zack, sind wir wieder am Anfang der Stadt. So, was gibt's hier zu entdecken? Ein Strauch und ein Schild. Tipps für Trainer. Mit X-Treffer erhöhst du die Genauigkeit von Attacken und mit Angriff Plus erhöhst du die Volltrefferquote eines Pokémon. Diese Items sind im Prismania Einkaufscenter erhältlich. Okay. Hier unten ist nichts mehr. Was ist da? Oh. Hallo. Ah, Mist. Ich habe im Gamer-Paradies schon wieder verloren. Die Highscores dort kann man wohl nur knacken, wenn man sich richtig ins Zeug legt. Gamer-Paradies. Müssen wir da nicht hin? Hey! Das Wasser schlägt sanfte Wellen. Hey, sieh da drüben! Alles okay bei Ihnen? Hallo! Vulcano, wie können wir den Herrn helfen? Anke geniert sich fürchterlich wegen irgendetwas. Na gut. Wir schauen erstmal weiter. Die Gegend um das Gamer-Paradies ist zwar ein bisschen unheimlich, im Großen und Ganzen sind wir aber sehr stolz auf unsere schöne Stadt. Ja, ich finde sie auch sehr schön. Sehr grün, sehr blumig. Oma, ich hab Kohldampf. Schon gut, schon gut. Na komm, gehen wir etwas essen, ja? Team Rocket. Was starrst du mich so an, hä? Hau ab oder es setzt was. Okay, okay.
Oh Mann, so finde ich nie heraus, wo das Gamer-Paradies ist. Wow, ein Restaurant! Vielleicht kann ich mich hier umhören. Meine Pokémon sind ziemlich schwach, deshalb muss ich im Einkaufscenter immer Medizin für sie kaufen. Ja, dann trainier halt mal ein bisschen im Gras. Hey! Wusstest du, dass es unter dem Gamer-Paradies noch weitere Räume gibt? Hab ich gehört, ja. Ah. Oh Mann, jetzt schmatzt er auch noch beim Flüstern. Da verstehe ich ja kein Wort. Ich habe zu viel im Gamer-Paradies gespielt und jetzt zittern meine Hände. Aber ich kann die Finger nicht davon lassen. Dieses Spiel macht einfach zu viel Spaß. Ja, man sollte niemals beim Spielen übertreiben, egal was man spielt. Ich bin scharfes Curry. Alle schmatzen so, sind so unhöflich. Hallo, brauchen Sie eine Aushilfe? Hey, ein unbekanntes Gesicht. Die meisten meiner Kunden sind Stammgäste. Da tut etwas Abwechslung gut, weißt du? Okay. Anscheinend kann ich hier nichts bestellen. Obwohl ich schon seit 30 Folgen nichts gegessen habe. Ja, meine Lieben, das ist Folge 30. So viele Folgen haben wir schon aufgenommen. So, der sagt eh nichts, dieser Team Rocket-Typ. Was ist denn hier los? Guten Tag. Oh, was? Ist das hier das Gamer-Paradies? Hier ist Team Rocket. Hey, sind Sie in Ordnung? Ja, dieses Spiel, bei dem man mit Pokémon durch die Luft sausen kann, ist der absolute Kassenschlager. Die Scheinchen fliegen nur so zum Fenster rein und ich könnte vor Freude in die Luft gehen. Ja, Team Rocket hat mich gekidnappt, aber alles cool. Wenigstens habe ich jetzt Gesellschaft. Okay, wie Sie meinen. Sagt, wo Tragosso ist. Hey, wenn man ein Pokémon als Preis anbieten würde, können wir bestimmt mehr Leute in das Gamer-Paradies locken. Ja. Hey, was? Hey, hast du mich belauscht? Vergiss besser ganz schnell, was ich gesagt habe, ja? Hau ab, Mädchen. Finger weg von dem Poster im Gamer-Paradies, ja? Dahinter ist kein versteckter Schalter oder so. Gar kein versteckter Schalter, wirklich nicht. Fukan, hast du das gehört? Das klang sehr auffällig. Anke starrt in die Ferne und tut so, als wäre es nicht hier. Ja, gute Tarnung. Nicht, dass Team Rocket dich noch verschleppt. So, schnell weiter. Vielleicht finden wir in diesem Haus weitere Informationen. Schönen guten Tag. Ui, was ist das denn hier? Airbnb? Was, Pokémon? Dieses Gasthaus ist nur für Menschen gedacht. Leider haben wir momentan kein Zimmer frei. Tja, Pech. Okay. Hallöchen. Wie geht's euch? Ich mache hier mit meinem kleinen Bruder und meinem Freund Urlaub. Prismania City ist so eine schöne Stadt. Und was sagst du? Warum nur? Wir wollen doch eigentlich zu zweit verreisen. Nur meine Freundin und ich. Und jetzt mein kleiner Bruder noch dabei. Entschuldigung. Fukano, findest du hier den unsichtbaren PC? Anke ist ganz entspannt und macht es sich bequem. Ja, ich suche mal den unsichtbaren PC. Ja, keine Spur. Yay, wir sind im Urlaub. Meine Schwester ist die allerbeste. Oh, wie süß. Aber schaut euch mal diese wunderschönen Bilder an. Garados zu unserer Linken, Arcani zu unserer Rechten. Zwei majestätische Pokémon. Wunderbar. Arcani sollte ja ursprünglich zu den Legendären gehören. Oder sollte zumindest. War, glaube ich, im Pokémon Trading Card Game so. Da gab es doch vier von diesen Heinis, oder? Und einer hatte Arcani. Rat! Hä? Komm mal von hier aus gar nicht in die Arena? Ja, also die Arena von Prismania City habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Keine Ahnung, zwinker, zwinker, wo sie sein soll. Diesen Strauch könnten wir wegräumen, okay? Pikachu, Angriff, gut gemacht. Oh Mann, keine Spur vom Gamer-Paradies. Na hoppla. Da sind wir vorhin dran vorbeigelaufen. Natürlich, das ist das Gamer-Paradies. Rocket Gamer-Paradies, Spiel und Spaß für Kinder und Erwachsene. Okay, komm mit, Fukano. Da könnte Tragosso sein. Mal sehen. Wow, wie cool. Ey, schaut mal da hinten. Das sind Jesse und James. Und da ist der Typ von der Arena. Was macht denn der hier? Komm schon, los. Noch ein bisschen. Ah, fast hätte ich es geschafft.
Sag mal, Jesse, sollten wir nicht langsam ins Versteck zurückkehren? Was denn? Wir werden doch wohl unsere wohlverdiente Freizeit genießen können. Immerhin haben wir dem Boss vorhin ein astreines Dragosso mitgebracht. Außerdem habe ich schon wieder vergessen, wie die Geheimtür zum Versteck aufgeht. Ah, du musst das Poster untersuchen. Du weißt schon, das Poster mit dem Flugkörper, das so gut zu unserem Namen passt. Hä? Team Rocket? Rocket! Rakete! Anke platzt fast vor Neugier über den Spalschnitt von Pikachu. Wer sind Sie denn? Ja, hey, Arenaleiter in Spe, hast du nichts Besseres zu tun? Bevor du hier rumstehst, sollst du lieber die Arena von Prismania City besuchen. Ja. Die Arenaleiterin Erika mag zwar auf den ersten Blick zurückhaltend erscheinen, in Wahrheit hat sie es aber ganz schön in sich. Sie pflegt eine besondere Verbindung zu ihrem Pflanzen-Pokémon, was sie zu einer sehr gefährlichen Gegnerin macht. Okay, danke für den Tipp, lieber Herr. Hä? Ein Flugkörper, der zu unserem Namen passt? Ich verstehe nur Bahnhof. Oh Mann, das ist echt eine Leitung. Also gut, ich gebe dir noch einen Tipp. Der Name des Flugkörpers reimt sich auf Pakete. Richtig, was reimt sich auf Pakete? Rakete, und da oben ist Mauzi. Was ist das für ein zerrissenes Poster? Sieht aus wie ein kleiner Geist. Hey, wer bist du denn? Uns sind die Spielmünzen ausgegangen. Übrigens, könntest du es bitte unterlassen, die Wände zu untersuchen? Das gehört sich einfach nicht. Oh, er hat wohl gemerkt, dass ich mir gerade die Wand angeguckt habe. Hier im Gamer-Paradies sieht man ab und zu etwas zwielichtige Gesellen. Ich frage mich, wer die sind und was sie wollen. Ja, keine Ahnung. Mein süßes kleines Stern, du schaut Leuten gerne beim Spielen zu. Oh. Wie geht's dir, Stern, du? Du, Stern. Stern, du kann eigentlich nur so machen. Ich liebe dieses Spiel, bei dem man mit einem Pokémon durch die Luft fliegt. Aber im echten Leben einfach abheben zu können, wäre noch viel cooler. Warum schreit er so? Videospieler sind das perfekte Training für die Reflexe. Ja, das stimmt. Hey, Moment mal. Ich mache eine kurze Pause. Beim Videospielen sollte man grundsätzlich öfter mal ein Päuschen einlegen. Ja, sehe ich genauso. Eine halbe Stunde reicht. Oder eine Stunde, je nachdem wie alt man ist. Das ist zumindest meine Meinung. So. Ja, da gehe ich raus. Entschuldigt bitte. Das war so nicht geplant. Was bist du denn für einer? Oh, oh, oh. Ich habe meinen eigenen Highscore geknackt. So kann das gar nicht jeden Tag laufen. Aha. Schau mal, Pikachu, da. Was für tolle Poster, ein Maholo-Poster. Und hier gibt es Getränkeautomaten. Tafel Wasser, man weiß ja nie. Nein, mehr will ich nicht. Spinz. Hey, Fukalo, schau mal, da drüben. Das ist einer von Team Rocket. Und er steht vor einem Poster. Das sieht sehr verdächtig aus. Hey, du! Mein Job ist es, dieses Poster zu bewachen. Wer sich mit mir anlegen will, der wird's bereuen. Na, warte. Mein lieber Team Rocket-Rüpel. Haha! Okay, ich bin bereit. Radikal, du bist dran. Ah, so wie damals. Damals hat dieser Rüpel auch ein Radikal eingesetzt. Fukano, du bist an der Reihe. Ich weiß nicht, ob du das schaffen kannst, aber probier es mal aus. Flammenwurf und Hitzewelle. Liebe Grüße an Leoip. Sprech deinen Namen eigentlich richtig aus? Leoip? Leop. Leoip? Leop. Wahrscheinlich lachst du jetzt und denkst dir, oh Katze, ey. So viele Folgen, du kannst immer noch nicht. Ja, Schande über mein Haupt. Du hast mir den Tipp gegeben. Ich möchte kurz den Hinweis geben. Ich kann durchaus mein altes System verwenden, indem ich Pokémon durchwechsle, aber nicht die alten Pokémon verwende, die ich fange, sondern neue ins Team hole. Das heißt, Fukano habe ich mir wirklich neu gefangen, neu umbenannt, sodass ich nicht das Fukano auf Level 19 trainiere, sondern das neue Fukano auf Level 26, das ich mir zwischen Lavandia und Prismania City gefangen habe. Das nur nebenbei. Falls jemand Probleme im Spiel hat mit schwachen Pokémon, fangt euch neue Pokémon. Und let's go. Oh Mann, das gibt Ärger. Tja, tut mir leid, mein Lieber.
So ist das nun mal. Wenn das so weitergeht, fliegt doch noch alles auf, wo wir von Team Rocket unser Versteck haben. Ich muss dringend mit dem Boss reden. Auf und davon. Wo er wohl hin ist. Okay, komm, Fukano, schau mal. Das ist das Poster. Mal sehen. Oh. Hinter dem Poster ist ein versteckter Schalter. Du entschließt dich, ihn zu betätigen. Klick. Oh, oh, wow. Du hörst von irgendwo in der Nähe ein lautes Geräusch. Fukano, hast du das gehört? Woher kam das Geräusch? Damals war der Eingang irgendwo hier auf der rechten Seite, sieht aber nicht danach aus. Mal sehen, verschaffen wir uns einen Überblick. Ach, Herr Jemine, schaut mal da hinten. Das ist also das Geheimversteck von Team Rocket. Komm mit, Fukano. Rocket Versteck. Oh weia, hier sieht's nicht unbedingt wunderschön aus, sogar eher gefährlich. Das Geheimversteck von Team Rocket und irgendwo hier haben sie Tragosso versteckt. Meine Lieben, wir müssen Tragosso finden. Und heilen dazu auch unsere liebe Anke. Okay, dann mal runter mit uns. Oh, er hat uns nicht gesehen. Okay. Oh, ein Pokéball. Cool. So, da ist nichts. Gut, holen wir uns den Pokéball. Oh, upsala. Pokéball. 3 Stärke-Bonbons. Okay, gut. So. Dann würde ich sagen, wir quatschen mit dem Typen. Hallo. Wer bist du? Wie bist du hier reingekommen? Die Tür war offen. Haha. Sei ehrlich. Naja, es gibt ein paar Leute, die haben sich verraten. Wie verraten? Na, mit dem Poster. Oh, weia. Diese Doofies. Tja, tut mir leid. Ihr seid einfach ein komischer Haufen. Hey, beleidige nicht Team Rocket. Ihr seid komisch. Okay, Fukano, Hitzewelle. Wow. Wow, das war ein guter Angriff. Klärsmog. Öde. Richtig Teppichtörtchen. Das bringt gar nichts, mein Lieber. Fukano, Flammenwurf. Der ist sicher. Sehr toll. Okay, das war doch schon mal sehr gut, muss ich sagen. Aber noch ist nicht alle Tage. Da. Pikachu, wir brauchen dich jetzt. Wir brauchen dich und deine Feuerkraft. Nicht Feuerkraft. Blitzkraft und so. Ihr wisst schon. Let's go! So, Schwebesturz. Es ist Zeit für den Schwebesturz. Haben wir den jemals eingesetzt? Ich glaube nicht. Okay. Los, Schwebesturz! Wie cool ist das denn? Aber bevor ich jetzt Pikachu weiterlobe, muss ich sagen, Pikachu sieht mit dem Diktahut ziemlich, naja, wie soll ich sagen, komisch aus. Nicht gerade sehr ernst zu nehmen, oder? Wie seht ihr das? Naja, lassen wir das. Entschuldigung. Pikachu Donner. Einmal quer durch den Raum. Und ich werde wahrscheinlich in der nächsten Folge, möchte ich jetzt schon mal ankündigen, die Attacke Donner wieder verlernen, weil ich Donnerblitz einfach sicherer finde. Das sage ich auch schon seit 100 Folgen. Das ging in die Hose. Oh nein. Du gewinnst 812 Poké-Dollar. Tja, verflixt und zugenäht. Du nimmst Team Rocket nicht ernst, oder? Nein, ehrlich gesagt nicht. Hihi. Okay. Pikachu, wie geht's dir eigentlich? Oh, du bist aber auch komisch drauf. Alles okay? Pikachu scheint mit dem Kopf ganz woanders zu sein und hört dich nicht. Tja, schade. Pikachu, alles gut bei dir, huh? Mit deinem Diktahut. Du siehst fürchterlich aus. Es tut mir leid. Ich finde, du siehst komisch aus. Wie findet ihr Pikachu? Gut oder schlecht? Und wisst ihr was? Schreibt es nicht in die Kommentare. Hinterlasst, wenn ihr es gut findet, einen Daumen hoch. Und wenn ihr sagt, Pikachu sieht komisch aus, hinterlasst einen Daumen runter. Wirklich, meine ich ernst. Machen wir einfach... Oh, Pikachu will nochmal etwas von uns. Wir schauen nochmal. Oh, Pikachu hat ein Geschenk für dich. Hä? Seit wann denn das? Sieht aus wie ein Shaman. Was ist denn das? Eine Prachtfeder, eine ganz normale Feder, die rein gar nichts bewirkt. Toll. Ja, Pikachu, danke für dieses sinnlose Geschenk. Pikachu, du bist fast wie ein Platscher. Und
wenn das mal keine Beleidigung ist. Kleiner Scherz. Meine Lieben, danke fürs Zusehen. Mal sehen, wie es hier in Team Rocket Versteck weitergeht. Glaubt ihr, dass wir Tragosso finden werden? Das und vieles mehr erfahren wir in der nächsten Folge. Tippt rechts oben drauf und ihr kommt zum nächsten Video. Und nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen. Kartstastisch!